Nächste Runde im Steilpass, diesmal zu Gast hier bei uns in der Mixzone ist Patrick Kölle, Spielertrainer des TV Nördlingen. Hallo Patrick, grüß dich. Ja, du strahlst schon wieder. Vor ein paar Wochen sah es anders aus. In einem wirklich verrückten Abstiegskampf in der Bezirksliga mit unheimlichen Absteigern hat es am Schluss nicht gereicht. Schon endgültig verdaut. Wie geht's dir? Ja, es hat schon eine Weile gedauert, bis ich das verdaut habe. Oder wir grundsätzlich als Verein es ein bisschen sacken lassen mussten, weil mit 43 Punkten abzusteigen war am Ende dann schon, vor allem dann noch, wie es zustande kam, schon bitter. Wir haben schon in den letzten Saisonwochen dann alles probiert, haben dann auch die letzten 5 Spiele schon auch mit 13 Punkten wirklich auch sehr gute Ergebnisse geliefert, aber es hat am Ende leider nicht gereicht. Lag trotz allem an uns, also da machen wir auch keiner anderen Mannschaft irgendwie vor oder sonst was. Wer am Ende absteigt, hat einfach zu wenig Punkte geholt und deshalb müssen wir damit umgehen, aber wir haben es mittlerweile auch voll angenommen und sind jetzt auch einfach wieder heiß auf die neue Saison und wollen versuchen natürlich den Fehler auch irgendwie wieder auszumerzen. Ja, und das besondere Konstellation ist ja, dass in die Kreisliga A ja noch mal andere mit reingekommen sind. Das heißt also, es wird eine sicherlich hochinteressante Kreisliga A2 in diesem Fall. Ja, es sind ja nahezu alle Absteiger der Bezirksliga in die Kreisliga A2 gekommen und für mich gibt es auch nicht wirklich den Favoriten jetzt. Zu dem Zeitpunkt kann man es, glaube ich, sowieso nichts sagen, aber ich glaube, es gibt schon so 4, 5, 6 Mannschaften, von denen am Ende dann keiner überraschend aufsteigen wird. Also es gibt für mich keinen absoluten, es gibt aber auch trotz allem 4, 5 im erweiterten Feld, die ich schon... Der TV Nördlingen, den zählst du gleich mit dazu. Da zähle ich uns schon auch mit dazu. Ich habe es ja gerade angesprochen, die 43 Punkte in der Bezirksliga haben ja trotzdem eine gewisse Aussagekraft und unser Team hat sich, was Abgänge betrifft, kaum verändert. Wir hatten nur einen Abgang. Und hatten dafür aber jetzt wirklich richtig gute Neuzugänge aus unserer eigenen Jugend. Sind wirklich richtig viele Spieler mit Potenzial rauskommen. Also ich glaube, ein paar Namen vielleicht nennen bei den Neuen? Ja, also der Jonathan Buck natürlich aus der Weilheimer Verbandsliga A-Jugend, Torhüter. Ist sehr interessantes Talent, also wirklich auch mit Blick auf unsere Zukunft, also Torhüterposition sicherlich eine... Schon eine Position, wo wir jetzt auch lange gesucht haben und wo wir auch froh sind, dass wir ihn bekommen haben. Und dann der Matteo Liburdi aus der eigenen A-Jugend zum Beispiel, der letztes Jahr schon ganz viele Spiele bei uns mitgespielt hat. Auch ein richtig guter Fußballer. Und so gibt es wirklich nochmal 3, 4 hoffnungsvolle Talente, wo ich denke, dass sie die nächsten 1, 2 Jahre wirklich auch beim TVN, Fuß fassen können. Uns ist ja bekannt, dass Patrick Kölle auch noch sehr gern Fußball spielt, besonders gern Tore schießt. Aber Heiko Kölle ist ja immer so ein Thema. Heiko kam ja dann wie so Phönix aus der Asche irgendwo, hat wieder mitgespielt, hat glaube ich einmal ein Tor von 40 Metern unter die Latte geschossen. Ganz spektakuläre Geschichten. Die Frage ist, Heiko wird auch wieder als Standby-Spieler unterwegs sein oder wie? Nee, es hat sich ja letztes Jahr schon so angekündigt, dass er mich als Co-Trainer unterstützt hat. Und natürlich dann auch so wieder die Lust dran gefunden hat, selber auch wieder auf dem Platz zu stehen. Und so sind wir jetzt auch wieder in die neue Saison. Also Heiko wird weiterhin mein Trainerassistent sein, wird auch ziemlich sicher auch wieder spielen. Der Torben Mende wird dazu noch, oder ich seid ja auch immer dabei gewesen, aber dazu noch als Torwarttrainer mit dem Trainerteam sein. Und ja, wir drei ergänzen uns, glaube ich, ganz gut. Letztes Jahr haben wir nahezu immer alle drei gespielt. Dieses Jahr hoffen wir natürlich, dass wir uns vielleicht einfach ein bisschen abwechseln können und nicht mehr alle drei gemeinsam spielen müssen oder sollen. Aber es macht grundsätzlich noch Spaß und solange es auch noch leistungsmäßig funktioniert, natürlich. Ja. Wir halten fest, die Kölle-Brüder machen weiter und spielen auch beide. Und wir haben neue Talente beim TV Nördlingen, zukunftsorientiert, und wir freuen uns auf eine spannende Kreisliga A2-Saison, Patrick. Ja, danke dir. Danke. Ciao.